Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Zügiger Zugang anzunehmen bei Coda auf Servus Mortis an dieser Position. Wie euch aufgefallen ist, bin ich in einem Gebäude. Man wird aber gleich sehen, wie man hinauskommt und wieder hineinkommt. Fortquest war Wiederleben des Stärkeren, da steht es. Und wie man sieht, steht dabei, ist eine Gruppenquest für drei Spieler, also es wird empfohlen. Und ja, ich würde sagen, diese Empfehlung ist berechtigt. Ihr wisst die Kugel, mit der kommt man hinaus. Denn den Mob, den man töten muss, macht ziemlich viel Schaden. Ich bin hier in einer Gruppe mit Zazali, einer Schamanenheilerin, die wird mir freundlicherweise helfen. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Man muss erstmal hier entlang laufen. Dann muss man schon vor diesem Eingang zwei Elite-Mobs töten. Die könnte man noch alleine schaffen. Also die habe ich auch schon alleine geschafft. Aber den Quest-Mob habe ich nicht mehr geschafft. So. Unterbrechung hatte Cooldown. Und gleich zweite Elite hinterher. Oh, da ist ein Schamane hinausgelaufen. Könnte sein, dass er unseren Questmob getötet hat. Und wie wir auf Respawn warten müssen. Verfluchte Kraft habe ich gleich mal wieder unterbrochen. Ich bin nachher gespannt, ob ich euch zeigen kann, wo man die Quest abgibt. Denn wenn man beide Quests von Coda hat, ist er an einer anderen Position. Als wenn ich jetzt nur eine habe. Hä? Hast du den Okay, der Mob gehört jetzt nicht dazu. Aber mein Ghoul hat anscheinend Bock gehabt, den zu pullen. Keine Ahnung warum. Geht's euch auch manchmal so, dass eure Pets einfach amok laufen und irgendwas pullen, was ihr nicht mal gesehen habt? So, also man muss jetzt in diese Höhle hineinlaufen. Hier ist auch die Map. Also an dieser Position stehe ich. So. Dann geht's weiter. Tür benutzen. Quest-Mob ist da. Das ist der da hinten. Und von diesen zwei Mobs müsst ihr nur einen töten. Dann kommt ihr vorbei. Ich pulle gleich mal den da. Ja, zu zweit geht es wesentlich leichter, als wo ich es alleine versucht habe. Sehr gut. Zazali, hältst du Heldentum bereit, bitte? So, und Attacke. Ja, bitte, Heldentum, Action. Oh, da hinauslaufen aus den Kreisen. Noch ein paar Cooldowns. Unterbrechen. Ich habe auch noch Dev-CDs benutzt. Nochmal kicken. Und der Mob hält auch einiges aus. Also der hat 600.000 Leben. Wieder diese Flächen. Ah, jetzt ging mein Kick ins Nichts. Habe ich mich verklickt.
So. Jetzt habe ich 100 Wochen. Wunderbar. Also, mindestens zwei Spieler sollten es sein, denke ich. Davon einer am besten ein Heiler. Denn ihr seht ja, was ich an Damage bekomme. Und gleich haben wir ihn auch schon geschafft. Lächeln. Okay, er ist tot. Und jetzt ganz wichtig, looten. Dann bekommt ihr das benötigte Quest-Item. Nun heißt es, sprecht mit Koda im Protoform-Repositorium. Oh mein Gott, was ein Name. Gut. Mal schauen, ob Koda im Protoform-Repositorium ist. Er wird angezeigt, da wo ich die Quest angenommen habe. Aber normalerweise, zumindest mit der zweiten Quest, steht er woanders. Mal schauen, ob wir den Mobs ausweichen können. Das sieht gut aus. So, Koda, wie schaut's aus? Bist du da? Wie es aussieht, ist er nicht da. Anscheinend ist das nur so, wenn man beide Quests hat. Also, wenn ihr die zweite Quest von ihm habt, ist die Quest bei Koda abzugeben. In diesem Bereich hier sollte er stehen. Auf Servus Mortis, hier auch die Map. Und bei mir steht er nur noch an der Ausgangsposition, weil ich seine zweite Quest nicht habe. Wie gesagt, mit der zweiten Quest steht er hier. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.